was ein schöner Abend. Schön mit Reifendruck-Regelanlage. Ja, das heißt, der Schlepper kann dann hier schön Luft ablassen, damit wir nicht so viel Bodendruck haben. Vorne eine wunderschöne Walze nochmal, so eine Cambridge-Walze, die die Kluten nochmal klein macht, weil man sieht hier schon, ja, das sind schon ein paar Kluten hier, obwohl wir hier gegrobert haben, danach nochmal gekreiselt haben und jetzt kommt nochmal, ja, ein bisschen Staub ist da, aber wir hatten zum Glück, na, was waren das, so gute 7, 8 mm müssen das hier unten gewesen sein. Und wir legen jetzt hier den Raps ab und zwar in Einzelkorn-Säentechnik. Also wir legen hier wirklich die einzelnen Körner hintereinander weg. Und zwar hier, weil es ein schwerer Standort ist, ein bisschen Stroh ist noch oben drauf, legen wir hier tatsächlich dann 29 Körner auf den Quadratmeter. Der Vorteil hierbei ist, dass wir hier fast, ja, gut die Hälfte an Saatgut sparen gegenüber vorherigen Techniken. Das ist total genial. Und wir buddeln jetzt mal gleich und ich zeige euch mal gleich, wie die Körner hier liegen. Ja, bevor wir jetzt hier buddeln, wechselt jetzt gerade das Rehwild einmal schön den Standort. Kommt hinten aus dem Mais raus und wechselt jetzt einmal rüber zu den Zuckerrüben. Und bedient sich dort. So, ist ja auch ein schöner Abend. Kann man nicht anders sagen, ne? Ein Traum. Ja, guten Morgen. 10 Tage sind vergangen, seitdem wir hier Raps gesät haben. Wie gesagt, zum ersten Mal in diesem Einzelkorn-Säverfahren. Und man sieht also hier viel Ausfallgetreide. Hier stand ja vorher Weizen. Das ist also das, was beim Dreschen natürlich noch ausgefallen ist. Da fallen immer wieder Körner raus und der Weizen ist aufgelaufen. Aber man sieht jetzt auch den Raps. Und zwar, man sieht die Reihen. Das sieht man natürlich jetzt hier wunderbar, wenn man einmal so quer davor steht. Und dann seht ihr hier diese Reihen. So, und die, der Weizen, den wollen wir natürlich nicht, der muss natürlich weg. Genauso wie die Unkräuter, die dann hier zwischen auch nochmal stehen. Und wir gehen mal so ein bisschen näher ran. Man sieht also hier, das ist der Raps. Ne? Und der steht dann hier wunderbar in Reihe. Jetzt hatten wir glücklicherweise genug Regen. Das heißt also, der kleinere Raps ist dann hier der zum Beispiel. Ne? Der ist ein bisschen später aufgelaufen als der. Und das sieht aber trotzdem sehr gut aus, bin also positiv überrascht. Man hat also die Hälfte an Saatgut eingespart. Und das ist auch, wie gesagt, diese Effizienz, von der ich ja ständig spreche, was uns dann auch wirklich nach vorne bringen wird. Und das Gleiche wird auch beim Pflanzenschutz passieren. Also wir brauchen keine Gesetze, die pauschal irgendwas verbieten und wir damit die Konsequenz haben, dass wir erstens unsere Unkräuter nicht mehr bekämpfen können. Weil hier, wer von euch will hier mit der Hacke durchlaufen? Ich glaube, kein Schwein. Und vor allem auch die Krankheiten im Griff kriegen. Ich sage es immer wieder, wenn man krank ist, dann muss man auch zum Arzt und der gibt einem Medikamente. Wer darauf verzichten kann, schön, schön, aber ich sag mal ganz ehrlich, das kannst du hier nicht handeln und hier geht es um Ernährungssicherheit. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, werden wir ein massives Problem haben. Und wer sagt, das geht auch ohne, der ist einfach nur satt. Ja, der ist satt. Der kommt aus einer Wohlstandsgesellschaft, der weiß nicht, warum wir so viele Menschen auf diesem Planeten haben. Das ist der modernen Landwirtschaft zu verdanken und wir werden immer mehr Menschen haben auf diesem Planeten, bald an die 10 Milliarden. Und wer soll die sonst ernähren? Also es ist totaler Schwachsinn. Reduktion, ja, gerne, aber nicht pauschal, sondern nach guter fachlicher Praxis. Und das kriegen wir hin mit Fortschritten in der Züchtung, Fortschritten in der Technik und wir sind auf dem besten Wege. Und ja, jetzt mal gucken, dass der Hund ist da, auch hier bleibt. Macht's gut.